Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe mir gerade nochmal das Video reingezogen und das Flugobjekt, was wir gesehen haben, das abgestürzt ist, ist Richtung Nordwesten abgestürzt und deswegen war meine Vermutung schon richtig. Wir haben direkt nach... Ich kann es kurz auf die Karte zeigen. Wir haben diese Fluglinie gesehen. Irgendwo hier zwischen muss er sein oder dahinter. Also bis hier hinten hin müssen wir alles untersuchen. Und dann finden wir das Objekt, was abgestürzt ist. Aber wir sind derzeit auf einer anderen Mission. Und zwar haben wir hier jemanden, der einen Detektiv entweder reingelegt hat, gefangen genommen, getötet. Das werden wir sehen. Nein! Das ist euer Ernst? Eine legendäre... Ist natürlich cool, dass wir hier eine legendäre Kakerlake haben. Allerdings ist diese nicht fähig, eine Treppenstufe zu steigen. Was uns natürlich gerade das Loot gibt. Eine Maschinenpistole. Verursacht 10 Punkte Kryoschaden und friert Ziele beim kritischen Treffern ein. Und können wir den Schalter einfach aufpacken, dann hätten wir halt noch so eine Waffe. Also einfrieren ist schon nicht schlecht. Ups, ne. Ganz genau. Hey, wurde gar nicht verseucht. Okay. Vielleicht hat er das beim ersten Mal gerafft, dass es aus Versehen war. Einfrieren ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser als dieser Explosionsschaden, oder? Wenn wir so einen legendären einfrieren können. Wobei ist die Frage natürlich, bei Skyrim war das damals so, wenn man einen Gegner eingefroren hat, hat man kein Loot bekommen, wenn er zersprungen ist. Was? Ich trage zu viel? Und? Verdammt. Dafür trage ich zu viel. Ach, die Waffe. Toll, jetzt müssen wir auf unseren Hund warten. Wir sind zurück. Psst. Schrott. Oh ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Gewicht drin. Sehr, sehr viel Gewicht drin. Ja komm, weißt du was, trag die Mods auch. Die Mods brauche ich nicht wirklich. Wie, das war's? Das kann nicht sein. Kann doch nicht alles gewesen sein. Freunde! Hä? So spannend und dann wird einfach nichts draus? Einfach nichts? Moment, wir haben gerade ein Loch in der Wand gesehen, ne? Zum Beispiel Musik. Ach so. Da kam die Musik her. Ich liebe Radioaktivität, deswegen springe ich gerne ins Wasser. Fusionszellen. Messerzylinder? Ne, Messzylinder. Na gut, nehme ich mit. Soll's. Na gut, hier haben wir sonst kein Geheimnis mehr. Okay, soviel zur Musik. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn das wirklich alles war. Da geht's ja nur wieder runter, ne? Ja. Da ist ja der Zombie auch runtergesprungen. Der Ghoul. Das war der Kollege. Dann gehen wir gleich Richtung legendäre
Kakerlake. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Wer weiß, vielleicht finden wir hier noch was. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Gut, hier waren zwei Legendäre drin. Was so richtig cool war. Aber wir haben richtig guten Stuff bekommen. Das war jetzt nicht das, was ich hier aufschaue. Teekessel, TV-Dinner-Tablett. Haben wir vergessen, ja. Mann, Freunde, ich bin so traurig. Und niedergeschlagen gerade. Hier muss es irgendwas geben. Gut, hier war die legendäre Kakerlake. Oh, fand ich cool. Kann ruhig öfters mal passieren. Und da gucken wir nur runter. Okay, gut. Pustekuchen. Vielleicht können wir Nick darüber befragen. Wenn wir ihn denn finden. Ich glaube, es galt ihm. Laufe ich jetzt schon wieder im Kreis? Hier ist der Ausgang. Naja, schade. Hab gedacht, vielleicht können wir die Supermutanten umgehen. Aus dem Standard gerade The Fans auf Englisch, egal. Aber nein. Gut, aber wir haben ja noch unseren Beinrammler, ne? Der Beinrammler, der wird's reißen. Und hoffentlich finden wir das abgestürzte Objekt. Nordwesten war das. Die Richtung. Hast du gefunden, Kleiner? Wo sollen denn diese Gegner sein? Keine Ahnung. Nordwesten, Freunde, Nordwesten. Das hört sich nicht so gut an. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Wo ist der Selbstmordattentäter? Scharmützel? Supermutant? Selbstmörder. Das Geräusch da! Was das sein? Was das? Wir spielen, Mensch. Gratis Loot. Ja, sitzt du nur weiter rum. Ist ja hier nicht so, als wäre hier gerade irgendwie alles explodiert. Ach, deswegen mein Mund explodiert. Ha. Okay, gucken wir mal, ob wir die irgendwie linken können. Wolltest du einen Kampf? Hast du einen Kampf? Jetzt macht er auch noch Moonwalk zur Seite. Sidewards Moonwalk. Hoffe ich zu bewegen, bitte. Okay, ich glaube, die wissen jetzt, wo ich bin. Da oben ist irgendwas. Leute, wir brocken uns eins nach dem anderen ein. Kommen wir einfach nicht zu dem, was wir machen wollten. Die Railroad, die wollten wir die ganze Zeit machen. Kriegen es aber nicht gebacken. Ständig irgendwo rumhängen. Eine Kronkorkenmine, sauber. Gut, gönnen wir uns mal die Zeit.
Essen ist wichtig, Freunde. Wir brauchen ganz viel Essen. Okay, Getränke. Oh, gut, das andere können wir vergessen. Und hier kommen wir dann zwar rein, aber egal, brauchen wir auch gar nicht. Bist du jetzt noch da? Bist du nicht da? Scheiße, mir geht auch die Munition aus für diese Waffe, ne? Mir geht für alles die Munition aus. Nein, Hund, verrat mich doch nicht. Er will meinen Hund fressen. Hä? Jetzt mal aufhören, irgendwo in die Gegend reinzuschießen. So bringt mir das gar nichts, Dogmeat. Ich benutze jetzt ein bisschen Sniper, ein bisschen Munition zu sparen. Ich habe durch diese Tunnelaktion so viel Munition verschwendet, das glaubt ihr gar nicht, ne? Shit. Scheiß Hitbox. Dreck. Gibt's doch nicht. Hitbox ist kacke. Ja, weißt du, wo ich bin? Offensichtlich ja. Das ist jetzt ein netter Versuch. Ich habe dir zweimal den Kopf getroffen. Ich brauche Kronkorken, Freunde. Ich muss mir auf jeden Fall ein bisschen Munition leisten können. Jetzt einfach oben und unten an Munition, beziehungsweise ich habe ja Munition, aber für die falschen Waffen. Eventuell muss ich diese dann verkaufen. Wo besteht jetzt hier Gefahr? Ach, da oben war hier jemand, ne? Also mal gucken, ob wir wieder hochkommen. Ja, Freunde, bis wir da bei diesem Objekt angekommen sind, das kann da 50 Jahre dauern. Wie soll ich das leben? Lange und beständig, Freund. Ach, ist nicht dein Ernst, ne? Okay. Oder irgendwie raufkommen, das Licht. Licht! Und Gegner sind auch. Nein, falsche Waffe. Ich sehe Licht. Da oben ist auch Licht. Oh, hier sind überall Lichter, Freunde. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst nachschauen soll. Das Geräusch da! Was das sein? Parkview Apartments. Oh nein! Oh Gott! Oh. Ohren mir wieder spielen Streich. Geräusch?
Okay. Ihr kennt das Spielchen. Jetzt werden Drogen zu mir genommen. Ey, was ist denn hier wieder los? Jetzt schmeißen die plötzlich die ganzen Legendären um uns rum. Medex, Schadenresistenz will ich mir jetzt mal nicht reinziehen. Ich will mir einen Jet reinziehen. Und ein bisschen Schaden, damit ich Munition sparen kann. Ach, es gibt Zeitlupe. Ach, so Buff-Jet, klar, logisch. Haben wir ja gesehen, dass wir es herstellen können, ne? Für Schaden austeilen. Schaden. Das war doch mal für Schaden da. Psycho. Shit. Okay. sagen wir doch mal Jet. Nein! Ich hätte warten sollen. Fuck. Ah. Okay. Folgendes werden wir machen. Wir werden uns zuerst... wo ist es denn? Strahlung wiederherstellen? Also Strahlung widerstehen, achso. Du wolltest schon sagen, Strahlung wiederherstellen. Energie widerstehen. Aha, auch nicht schlecht. Schaden da, Psycho. Und Jet. Ja. Shit. Oh, ich hab ne. Kann ich das nochmal. Kann ich machen? Ich was hören. Scheiß drauf. Hier hab ich das, achso. Scheiße, ich will töten! Oh fuck. Ich wollte nur, dass er herkommt. Boah. Treff ihn nicht. Scheiße, Mann. Nein! Bullshit! Oh, ich hab das nicht. Aha, ich hab's zugewiesen und ich hab gespeichert, ne? Und wir kriegen das hin. Wisst ihr doch, wir kriegen alles hin. Gut, nochmal eine schnelle Neuzuweisung machen. So, Jet. Achso, hab ich schon, okay. Geräusch? Nein, kein Geräusch. Psycho. Psycho lässt einfach zu schnell nach. So, er hat sich aufgelöst. Ach nee, das... Automatik, ah. Erhöht Präzision, aber auch die AP-Kosten im Watz.
Wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Auch nicht schlecht, ne? Aber ich müsste es automatisch loswerden. Wenn ich es automatisch loswerde, kann das eine recht gute Waffe werden. Ich esse das Essen von meinem Hund. Oh. Ja, ja, du mich finden. Wenn du schlau genug wären, du mich finden können. Du bist aber Idiot. Nice. Sollen die sich mal prügeln? Das ist mir doch scheißegal. Das spielt mir sogar in die Karten, Freunde. Das spielt mir in die Karten. Ich will hängen deine eigene Meinung in den Hals. Aufzug werde ich bestimmt nicht nehmen. Ja, das sieht gut aus. Schrotpatrone, Schlagring, ganz andere Rest brauche ich gar nicht. Tür? War die Babyrassel nicht sonst immer auch ein Objekt, das ich immer mitnehmen wollte? Okay, das heißt also, die schnuckligen Supermutanten haben die Raider überfallen. Oh ja, Psycho. Aber okay, wir müssen definitiv viel mehr ins Crafting gehen mit Psycho und dem ganzen Kram herstellen. Wäre schon nicht schlecht. Exit, hier komme ich raus. Der Fernseher. Höre Schritte. Die Supermutanten haben auch ein sehr gutes Gehör, ne? Muss man schon sagen. Menschen sind dagegen eher dumm. Nichts gewesen. Ich glaube, die wurde überrascht. Ah, oh, gedämpft? Ach, Raider-Rüstung, so. Super, sauber, sauber, sauber. Ich liebe Saves. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe Saves, Freunde. Könnte der geilste Scheiß drin sein. Wie zum Beispiel? Cool. Kronkorken. Wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? Was heißt AP? Kriegen wir dafür AP-Punkte dazu? Oder kostet es AP? Ich hab keine Ahnung. Habe ich mich nicht für interessiert. Also im Endeffekt ist das hier gut. Und vielleicht werden wir demnächst mal in den nächsten Leveln versuchen, nochmal ein paar Taschen dran zu basteln. Was für ein Level sind wir eigentlich? Wir sind schon Level 20, Alter. Wir haben noch nichts von dem gemacht, was ich Bock, was ich skillen wollte. Und wir haben kaum was gemacht in diesem Spiel. Wir sind immer noch in den ersten 5% des Spiels. Und Freunde, wir sind Level 20. Müsst ihr euch mal ausmalen, wo das noch hier bei mir hinführt. Was wollte ich jetzt gleich machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, Rüstung anziehen. Na gut, immerhin ist es eine gute Rüstung. Bringt zwar nichts mit dem Blocken und Sprinten. Na gut, wenn ich beim Sprinten weniger Schaden bekomme, kann ich besser weglaufen. Wieso nicht? Ich was hören! Alter, ja, nee, ist klar. Ist klar. Okay, ich muss mir so mein Zeug reinziehen. Ich brauche Jet. Ganz viel Jet. So. Wenn es so weitergeht, ne, Freunde. Gut, der Watz-Modus war ein Fehler. So bemerke, Zero, nicht Watz-Modus machen, wenn, du Jet inne hast.
Kultöter. Reduziert den durch Gülle verursachten Schaden um 50%. Ja, das ist nicht schlecht. Was ist denn los hier in letzter Zeit? Ah, heilige. Aber das ist natürlich, ja. Linker Arm. Was habe ich im linken Arm dran? Champion habe ich linker Arm dran, ne? Plus 1 Stärke, plus Ausdauer. Ist natürlich um einiges besser, ne? Muss man dazu sagen, Ghule kommen halt nicht so schnell an mich ran. Gott, was ist denn hier los mit den ganzen legendären Typen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Als hätte ich sie geschafft, beschworen, als ich im Stream zu viel gespielt habe. Kann natürlich gut sein. Aber zum Glück war er schon mal ein bisschen am Arsch. Hätte schlimmer sein können. Ich höre eine Geschütz. Und wir müssen mehr an Jet rankommen. Ich muss irgendwie es hinbekommen. Mehr zu basteln. Mal gucken, wer oder was alles überlebt hat. Das Geräusch da! Was das sein? Das hat mich getroffen. Muss mal kurz was zu essen reinziehen. Sind zu viele. Ich treff nicht. Ich treff's immerhin. Oh Gott, sind da viele. Und meine Munition. Guckt euch meine Munition an, Freunde. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut, wenn ich das mal so bemerken darf. Ich habe dezente Munitionsprobleme. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir haben ja noch... die Einvisier. Vom 40er, 10 mm. Visionszelle. Aber Strahlungsschaden bringt, glaube ich, nur was gegen Menschen. Ich meine, was bringt es denn bitte sehr, Supermutanten zu verstrahlen? Nix. Naja, aber das ist das, was wir jetzt gerade noch haben. Mal da. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie der Hund abhaut, habt ihr das gesehen? Dann lässt er mich im Stich, wenn ich ihn brauche. Jetzt. Ich will gar nicht wissen, was er da macht. So, das war das Wichtigste. Er nimmt überhaupt gar keinen Schaden, der Bengel, ne? Dankeschön. Jetzt bin ich auch belohnt.
muss echt sparsamer werden mit meiner Munition. Ach, das ist nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, warum ich so meine Zunge raushängen lasse. Bin ich immer noch unter Drogen? Supermutanten-Vollstrecker, ja, nice. Nice, nice, nice. Heilige. Oh Gott. Okay, gegen den Typen sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr alt aus. Alter Schwede. Okay, ich muss irgendwas essen. Ja, die konnte ich gar nicht kochen, ne? Na gut, zieh ich mir sie so rein. Oh. Gut, das war ein bisschen zu viel Radioaktivität. Ich find's cool, dass man auf jeden Fall noch Schüsse hört vom Weiten. Dass da wirklich noch mehr ist. Klarsichtig. Und das hat wehgetan. Boah. Konzentration voll. Oh, Psycho wirkt nicht mehr. Ach du Scheiße, ich war die ganze Zeit noch unter Psycho. Gar nicht gemerkt. Trägst zu viel. Hör auf wegzuspucken, ey. Spuck erstmal auf den Boden. Hallo? Dude? Hast keinen Bock mehr zu spielen? Jetzt kriegen wir schon voll Strecke, ey. Anhaltsgeist. Warum bin ich jetzt überladen? 240. Effektanzeige. Psychoabhängigkeit. Schadenresistenz minus 10. Ja, gut. Gut, ja. Das war's. So. Alles ist dufte. Und wie schnell ich mich aufheile. Ich brauche mehr von dem Zeug. Netter Versuch. Ihr Menschen, so dumm, so schwach. Immer schön auf den Kopf. Ja, ja, ja. Komm schon. Kritischen, mach den kritischen voll. Gott, ja gut, das war's mit meiner Munition. Gut, wechseln wir die Waffe, solange wir keine Munition haben, oder? Bringt ja nichts. Boah, das macht mich hier fertig, ey. Dieser Schwierigkeitsgrad, Freunde. Und hat was gefunden? Ja, schubst mich runter, oder was? Was ist los? Hab ich irgendwas übersehen? Ach, den Tresor. Oh, gut versteckt.
Klasse. So. Cool. Nicht wirklich das, was ich mir wünsche, aber wir sind kurz vom Level-Up. Super. Ein legendärer Raider, cool. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel voller Gesundheit besitzt. Das brauchen wir, Alter. Das brauchen wir. Oh Gott. Oh, wenn ich das auf meiner 10 mm hätte. Mein doppelter Schaden bei 34. Gut, wenn ich da vielleicht einen Schalldämpfer oder so drauf bekomme, könnte eigentlich. Okay. Wie stark ist meine 10 mm? 21. Das heißt, theoretisch. Wo ist der? Ist das hier besser, ne? Bräuchte nur Schalldämpfer dafür. Dann wäre auch meine Munitionsprobleme fürs Erste gelöst. Natürlich schießt er nicht so schnell wie meine 10 mm, das ist klar. Aber. Es soll ja nur der Kampfbeginn sein mit der Waffe. Gut, ich würde sagen, dann packen wir den erstmal zu meinem Rammler. All gedämpft. Auch eine 10 mm, ne? Macht mehr Schaden. Ah ja. Und du bist ja schon da, ne? Okay, verstrahlend. Welche war jetzt meine Pistole? Automatikpistole. Die muss ich ja noch verändern. Da muss ich das Automatik rausholen. Mein leiser Furzer kommt erstmal dahin. Bei voller Gesundheit doppelter Schaden ist schon echt nice. Nur ich müsste dann nach dem ersten Schuss sofort die Waffe wechseln. Weil es da nichts bringen würde, ihn noch abzuschießen. Da ist nichts mehr. Ich bin verrückt, ich schwöre. Jetzt gehörst du mir, Mann! Ja, dafür müsst ihr ihn ja auch auf treffen. Vor allem sehen, dass welche noch am Leben sind. Ja, gut. Spürst du das? Hat man Angst? Komm immer schön Kopf rein. Meine Treffsicherheit ist echt für den Arsch. Ich glaube, mein Hund kann das auch den ganzen Tag machen. So, erstmal warten. Haben Sie verloren? Tja, so ist das. Er hat mich gefunden. Na, sieht man schon. Er macht natürlich nur Schaden. Sobald, er volles Leben hat. Aber wenn wir das Ding mit Mods ausstatten, kann das richtig gut werden, Freunde. Kann das richtig gut werden. Und das war verdammt knapp. So, gib mir das Zeug. Ah, ja, Psycho. Psycho nehme ich immer gerne.
Rüstungswerkbank. Ich kann das Ganze lackieren. Und das war's auch schon. Lackieren ist noch umsonst. Dann brauche ich Rüstungsmeister. Gut, aber es geht jetzt hier nur um, dass ich erstmal Level 2 Waffenmeister bekomme. Denn das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ich muss stark werden, Freunde. Und das erreichen wir nur mit den Mods. Denn man sieht schon, Legendäre kommen jetzt ein bisschen häufiger. Und mit diesen Erkenntnissen würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute und sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.